Hallo ihr Lieben, ich habe so wundervolle Feedbacks von meinen Seelenstimmen, also von meinen Klientinnen und Teilnehmerinnen aus meinen Kursen und Programmen bekommen. Ich möchte die heute hier mit euch teilen, mit dir teilen und dir sagen, wenn du dich gerufen fühlst, auch in diese Richtung zu gehen, dann trag dich doch über das Formular, was du in der Videobeschreibung findest, für den Vibration Call ein. Das heißt, wir schauen, ob unsere Schwingungen zusammenpassen, ob es Sinn macht, zusammenzuarbeiten und wenn ja, auf welche Art und Weise, was wäre da das Sinnvollste, dass du, ja, dass deine Seelenstimme zum Vorschein kommen möge, dass deine Stimme, die eventuell für mehr gemacht ist, als nur im stillen Kämmerlein zu erklingen, nach draußen in die Welt gelangen darf. Dabei unterstütze ich dich von Herzen gerne und jetzt viel Freude mit den berührenden Feedbacks. Alles Liebe und Namaste. Hallo, so von mir eine kleine Rückmeldung, obwohl es mich doch etwas Überwindung kostet, aber ich möchte es tun, weil es mir ein ganz, ganz großes Herzensanliegen ist und ich möchte so gern Ashikas Wirken oder dabei helfen, Ashikas Wirken noch ein Stückchen weiter in der Welt zu verbreiten. Seitdem ich mit ihr zusammenarbeite, ist ganz viel in meinem Leben passiert. Ich möchte auch jetzt gar nicht allzu viel erzählen davon und ich finde es auch relativ privat, weil ich dich nicht kenne, dich nicht sehe. Aber ich möchte dir sagen, wenn dich was ruft, wenn du das Gefühl hast, das könnte was für mich sein, aber du Zweifel hast, gib dem Zweifel da nicht so viel Raum und mach's einfach. Du hast nichts zu verlieren. Du wirst nur gewinnen. Und zwar so viel, das kann ich hier gar nicht in Worte fassen. Und ich freue mich einfach, dir das jetzt hier mitgeben zu dürfen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viel Entdecken. Alles Gute. Liebe Ashika, du hast mich magisch angezogen mit dem, was du tust. Musik spielt in meinem Leben schon immer eine große Rolle, als Kraftquelle, als Ausgleich. Ich schreibe selbst Lieder, spiele Gitarre und singe zu Hause und habe aber absolute Panik davor, vor oder mit anderen zu singen, Musik zu machen. Was sehr schade ist, weil es mir ja so viel gibt. Das ist vermutlich ein großer Grund, warum du mich angezogen hast. Mich bewusst mit meiner Stimme zu beschäftigen, eine magische Herausforderung. Es hat mich eine ordentliche Portion Mut gekostet, mich in deinem Kurs anzumelden. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich es gemacht habe. Es ist eins der größten Geschenke, die ich mir bisher selbst gemacht habe und die ich erhalten habe. Es ist unglaublich, was du in diesem Online-Kurs an Wissen über die Stimme als Organ, als Instrument mit uns teilst. Schön portioniert in kleine Häppchen und wie du diesen individuellen Prozess begleitest, der ins Rollen kommt, wenn ich meiner individuellen Stimme mehr Raum gebe, meiner inneren Stimme mehr Raum gebe. Das ist ein ganz spannender Prozess, der sich gerade in allen Ebenen meines Lebens bemerkbar macht. Und ich danke dir von Herzen, dass du all dein Wissen, deine Erfahrungen und alles, was du mitbringst, mit mir und mit der Welt teilst. Warum bin ich zu Ashika gekommen? Weil ich die Harmonie, die sie in ihrer Stimme hat, sehr beeindruckend finde und ich mir auch mehr Harmonie in meiner Stimme wünsche. Was erhalte ich bei Ashika? Ich erhalte einen Raum, in dem ich mich frei entfalten kann. Und sie bietet mir ihre Unterstützung an und ich darf dann selbst entscheiden, in welchem Umfang ich diese annehme. Und das ist, empfinde ich wirklich als sehr schön. Was hat sich seitdem in meinem Leben verändert? Meine Stimme ist harmonischer geworden, sowohl beim Sprechen als auch beim Singen. Mein Selbstvertrauen ist gestiegen, meine Selbstsicherheit hat sich verbessert und ich fühle mich allgemein
ja, mehr mit mir selbst verbunden. So wie du bist, könntest nicht besser sein. So wie du bist, so bist du.